Die österreichischen Bundesbahnen sind Österreichs größter Mobilitätsdienstleister. Im Geschäftsjahr 2015 haben wir bei Gesamterträgen von 6,35 Milliarden einen Gewinn von 192,8 Millionen Euro eingefahren. Ein kurzer Rückblick. Im Jahr 2010 haben die ÖBB einen Verlust von 329,8 Millionen Euro geschrieben. Im Jahr 2011 konnte der Verlust auf 27,9 Millionen Euro verringert werden. 2012 schrieben die ÖBB dann wieder schwarze Zahlen. Die Gewinne konnten in den darauffolgenden Jahren weiter gesteigert werden. Und 2015 haben die ÖBB mit einem Gewinn von 192,8 Millionen Euro ein weiteres Jahr erfolgreich abgeschlossen. Damit haben die ÖBB in 6 Jahren eine Veränderung von rund 500 Millionen Euro erzielt. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg haben die ÖBB die Basis geschaffen, zu investieren. Das spiegelt sich in der neuen Strategie Fokus 2020 wider. Das zentrale Ziel, das Unternehmen für die Anforderungen der Zukunft zu rüsten. Das Credo, noch einfacher und schneller und damit schlussendlich noch kundenorientierter werden. Das Geschäft der ÖBB ist Mobilität. Wir bewegen Menschen mit Bus und Bahn, transportieren Güter, betreiben aber auch ein weitläufiges Schienennetz, bauen Tunnel, Bahnhöfe und vieles mehr. Sehen wir uns das genauer an. Die ÖBB betreiben ein Schienennetz von 4.865 Kilometern mit 1.097 Bahnhöfen und Haltestellen. Gesteuert werden die Züge österreichweit von einer Verkehrsleitzentrale und 5 Betriebsführungszentralen. Der Zugverkehr führt durch 250 Tunnel, über 6.330 Brücken, 13.500 Weichen und 3.500 Eisenbahnkreuzungen. Auf diesem Netz bewegen die ÖBB pro Jahr rund 2,3 Millionen Züge. Das macht pro Tag rund 6.350 Zugfahrten, davon 4.000 im Nahverkehr, 280 im Fernverkehr und 2.080 im Güterverkehr. Durchschnittlich sind in jedem Augenblick 385 Züge im Netz der ÖBB unterwegs und bis zu 570 zu Spitzenzeiten. Pro Minute werden österreichweit 5 Züge auf die Reise geschickt. Das ist jede 12. Sekunde einer. So bewegen wir Menschen und Güter. Im letzten Jahr hatten die ÖBB 458,9 Millionen Fahrgäste, davon 203,7 Millionen im Nahverkehr, 34,3 Millionen im Fernverkehr und 220,9 Millionen im Bus. Lassen Sie uns einen Vergleich anstellen. Reiht man alle gefahrenen Kilometer unserer Fahrgäste aneinander, dann legen die ÖBB mit den Zügen im Nah- und Fernverkehr rund 10,7 Milliarden Personenkilometer zurück. Das entspricht der Strecke von der Erde um die Sonne, von dort an das Ende des Sonnensystems und wieder zurück zur Erde. Und das jedes Jahr. Heute sind schon 3/4 des Schienennetzes und fast 100% des hochfrequentierten Schienennetzes elektrifiziert. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Bahn so grün unterwegs ist. Der CO2-Ausstoß der Bahn beträgt pro Personenkilometer 13,9 Gramm. Im Vergleich dazu hat ein einziges Auto 170 Gramm CO2-Ausstoß, also 13 mal so viel. Technik ist wichtig. Doch was wäre die Eisenbahn, also unsere ÖBB, ohne ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wer in einen Zug steigt, kommt direkt oder indirekt mit den rund 3.900 Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführern sowie den 1.300 Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern der ÖBB in Kontakt. Und sie sind nur ein kleiner Teil der rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es möglich machen, dass sich das Zahnradwerk Bahn mit der Präzision und Verlässlichkeit bewegt, die sie gewöhnt sind. Soweit ein erster Blick in das Innere des Systems Bahn und er zeigt, so bringen wir Österreich weiter.